الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch, meine Freunde und Freundinnen, meine Brüder und Schwestern. Heute möchte ich über Ehre reden. Dieses Thema hat mich die ganze Jugend begleitet. Auf der Straße, in der extremistischen Szene und im Knast. Es gibt auf der Welt unterschiedliche Bezeichnungen und Bedeutungen von Ehre. Ich bin darauf gekommen, dass Ehre nicht nur etwas mit Respekt und Loyalität zu tun hat, sondern auch mit Angst. Und dass es mir sehr viele Probleme gebracht hat. Auf der Straße war es mir wichtig, einen Namen zu haben. Ich verprügelte Leute und gründete Gangs und machte Raubüberfälle. In Shisha-Lokalen bedienten sie mich, als wäre ich ein König. Andere mussten aufstehen, wenn ich auf ihrem Platz sitzen wollte. Ich bekam alles gratis. Damals dachte ich, das wäre der Respekt, den ich mir erarbeitet hatte. Ich war oft in Schlägerei verwickelt, Massenschlägerei, Gang gegen Gang, eins gegen eins. Die meisten Schlägerei fingen damit an, dass irgendjemand die Mutter von jemandem auf Facebook beschimpfte. Für mich war das damals klar, wenn jemand meine Freunde oder meine Familie zu nahe kommt, über meine Schwester oder Mutter schimpft, dann zeigt er mir keinen Respekt und greift damit meine Ehre und meine Männlichkeit an. Dann gab es keine andere Möglichkeit mehr, als ihn zusammenzuschlagen. Am schlimmsten war es, wenn das jemand vor mir und vor meinen Freunden machte. Dann war meine Wut so groß, dass ich sofort zugeschlagen habe. Wenn einer meine Mutter beschimpfte und ich unternahm nichts dagegen, dann hatte ich die Befürchtung, öfters und von mehreren so genannt zu werden. Sollte jemand deine Mutter beschimpfen und du unternimmst nichts, so bist du in deren Augen nicht männlich. Dann verlierst du den Respekt und hast keine Ehre. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch sehr oft, wenn mir langweilig war, genau diese Tricks angewendet, damit es zu einer Schlägerei kommt. Ich musste nur seine Schwester beleidigen und schon ging es los. Es war, als würde man einen Knopf bei einer Maschine drücken. Später in der extremistischen Szene hieß Ehre für mich bedingungslose Loyalität für jeden, der für Dollar ist. Egal, ob die Person sympathisch war oder nicht und ich bei der Sache der gleichen Meinung war oder nicht. Alle, die nicht für den IS waren, egal ob Muslime oder Nicht-Muslime, egal ob Imam, Sheikh oder Alim, also ein islamischer Gelehrter, waren Feinde und man sollte sie als Ungläubige bezeichnen und sich von ihnen distanzieren. Mit ihnen sollte man nicht reden, nicht mal grüßen. Al-Wala wal-Bara, Loyalität und Lossagung hieß das damals bei uns. Wenn ich alte Freunde, die nicht für den IS waren, auf der Straße getroffen habe, dann habe ich sie zwar manchmal gegrüßt, aber ich habe ihnen keinen Salam gegeben. Auch wenn ich sie gekannt habe, seit ich klein war und mit ihnen gemeinsam aufgewachsen bin, für mich waren sie keine echten Muslime. Im Gefängnis hieß Ehre für mich Pflicht. Es war Pflicht, einen Landsmann zu unterstützen, wenn er in eine Schlägerei verwickelt war. Egal, ob du ihn kanntest oder nicht. Egal, ob du wusstest, worum es geht oder wer eigentlich recht hatte. Ich hielt immer zu meinen Landsleuten. Das hat mir zwar viele Probleme gemacht, aber dafür hielt ich mich für ehrenvoll. Und die anderen haben nicht schlecht über mich geredet. Und weil du das einfach akzeptierst und nicht nachdenkst, endet das immer in derselben Sackgasse. Im Gefängnis konnte ich mich auf einen Stock verlegen lassen, wo keine Landsleute von mir waren. Aber draußen geht das nicht. Ihr wisst, wie das abläuft. Ein Bruder, ein Landsmann, ein Freund kommt. Irgendwer hat immer irgendwen beleidigt. Der andere hätte unfair gekämpft oder ähnliches. Dann kommt Verstärkung. Und ehe du weißt, was eigentlich abgeht, stehen links 10 Leute und rechts 10 Leute. Es war wie im Film, ich war voller Adrenalin. Oh.
habe gesehen, wie einer ein Messer gezogen hat und auf einen meiner Freunde eingestochen hat. Ich bin sofort hin, habe ihn weggetreten und den Freund weggetragen. Alles war voller Blut. Der Freund, den ich weggezogen hatte, musste ins Krankenhaus und notoperiert werden. Die Ärzte haben gesagt, er hatte großes Glück, er wäre fast gestorben. Wisst ihr, was ich nach ein paar Tagen auf Facebook gelesen habe? Die Leute, mit denen ich da war, haben geschrieben, dass ich keine Ehre und keine Männlichkeit hätte, da ich nicht mitgekämpft habe. Ich habe nicht gekämpft, weil mir das Leben meines Freundes wichtiger war. Und dafür wurde ich sogar noch bedroht. Da wurde mir klar, bei dieser Ehre geht es scheinbar nur um das, was die anderen über dich reden und denken und nicht um dich selbst und deine Taten. Ich bin stolz darauf, was ich gemacht habe. Sollen sie sagen, dass ich ehrlos bin? Ich kenne die Wahrheit. Meine Freunde, meine Familie kennen die Wahrheit. Und der Rest ist mir egal. Ich habe Respekt vor mir selber und für das, was ich getan habe. Das ist meine Ehre. Ich war so wütend und habe ihnen geschrieben, dass ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Wenn dich also ein Freund zu einer Schlägerei ruft, renn nicht hin wie eine Marionette oder ein Schaf. Man sollte als erstes nachdenken und folgende Fragen stellen. Um was geht das überhaupt und wie kam es dazu? Kann man das auch ohne Fäuste klären? Wen sollte ich eigentlich unterstützen? Freunde unterstützt man am besten, wenn man es ihnen auch sagt, wenn sie etwas Falsches tun. Auch wenn es Mut braucht zu widersprechen. In einer Überlieferung heißt es, der wahre Starke ist nicht derjenige, der in einem Ringkampf siegt, sondern der wahre Starke ist derjenige, der sich in seinem Zorn beherrscht. Vergiss die Ehre auf der Straße. Das ist die Angst, den Ruf zu verlieren. Vergiss die Ehre unter Extremisten. Das ist blinder Gehorsam. Vergiss die Ehre im Gefängnis. Das Gefängnis hat eigene Regeln. Ich habe mich lange gefragt, wie kann ich echten Respekt gewinnen? Die Leute, die im Park deine Mutter oder deine Schwester beschimpfen, die wollen einen Knopf bei dir drücken, damit du mit ihnen kämpfst. Die kennen weder deine Mutter noch deine Schwester. Die wollen sich schlagen, um sich männlich zu fühlen. Diesen Gefallen werde ich ihnen nicht mehr tun. Ich bin keine Maschine, bei der man einfach einen Knopf drücken kann. Ich habe ein Gehirn. Ich brauche das nicht, um mich stark zu fühlen. Ich brauche das nicht, um ein Mann zu sein. Respekt ist, wenn jemand vor und hinter dir korrekt ist und dir auch sagt, was er wirklich denkt. Und dafür musst du selbst sein und dich nicht verstellen, damit die anderen auch wissen, wer du bist. Ich glaube, bei Ehre sollte es nicht darum gehen, was die anderen über einen sagen oder denken. Es sollte darum gehen, wie man selber über sich und seine Worte und Taten denkt und dass man zu ihnen stehen kann. Und ich kann am besten zu meinen Taten stehen, wenn ich das mache, was am gerechtesten ist. Mir ist es wichtig, meinen Weg zu gehen und anderen eine Hilfe zu sein. Egal welche Herkunft oder Religion mein Gegenüber hat, ich möchte zu anderen stets so sein, wie ich es mir selbst gegenüber erwarte. Ich werde mich nicht für meine Herkunft, meine Religion oder dafür, dass meine Eltern wenig Geld haben, schämen. Ich möchte gerecht zu den Armen sein und Reiche nicht als was Besseres betrachten. Ich werde mir nichts gefallen lassen, mir meine eigene Meinung bilden und mich für meine Meinung einsetzen, egal wer und wie viele dagegen sind. Das ist meine Ehre, Jamal Al-Khatib.